Berechne die Masse einer 0,8 cm dicken Schaufensterscheibe, die 4 Meter lang und 2 Meter hoch ist. Hier ist solch eine Scheibe. Zuerst schreiben wir alle Angaben auf. Die Dicke klein d der Scheibe beträgt 0,8 cm, das heißt 0,008 Meter. Die Länge groß L der Scheibe beträgt 4 Meter und die Höhe klein h der Scheibe beträgt 2 Meter. Um die Frage zu beantworten, brauchen wir die Dichte von Glas. Diese Dichte entnehmen wir dieser Tabelle. Wir sehen, dass Glas als Dichte 2600 Kilogramm pro Kubikmeter hat. Jetzt haben wir alle Angaben. Gefragt wird die Masse dieser Scheibe in Kilogramm ausgedrückt. Um die zu berechnen, setzen wir diese Formel ein, die Dichte gleich Masse geteilt durch Volumen. Zuerst müssen wir das Volumen dieser Scheibe berechnen. Da die Scheibe ein Quader ist, ist das Volumen die Dicke mal die Länge mal die Höhe. Also finden wir als Volumen der Scheibe 0,064 Kubikmeter. Diese Formel stellen wir zuerst nach m um und in dieser Gleichheit brauchen wir nur noch Rho durch 2600 und V durch 0,064 zu ersetzen. Und somit finden wir als Masse der Scheibe 166,4 Kilogramm. Die Endantwort zu dieser Aufgabe lautet also, die Masse der Scheibe beträgt 166,4 Kilogramm.